Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer hat sich Beldam nach den internationalen Modetrends gerichtet und Frühlings- und Sommerfarben auf die sogenannten Neutraltöne und Afrikafarben abgestimmt. Ein typisches Beispiel dafür ist der Safari- oder der Dschungellook mit hellen und dunklen Sandtönen und raffinierten Naturfarben. Zum feinen und eher transparenten Make-up passen die zartpastelligen und weniger deckenden Farben von Beldam. Neu ist die Lidschattenpalette mit modisch attraktiven Farben zum Kombinieren. In bester Cremepuderqualität für problemloses Auftragen und lange Haftung. Ebenfalls neu ist Lip Control. Die nicht fettende Lippenpflegecreme, die trockene Lippen wieder geschmeidig macht und das Auslaufen vom Lippenstift verhindert. Und die gebrauchsfertigen Nagellack-Entferner-Rondellen von Beldam. Und jetzt kann ich Ihnen nur noch viel Vergnügen wünschen beim Aussuchen von Ihrem Frühlings- und Sommer-Make-up von Beldam. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Eine herrliche Erfrischung, vor allem für warme Tage, das ist der Gob-Eistee mit Zitrone und Vitamin C. Es gibt ihn in Pulver zum Anrühren, schon fix fertig in der praktischen Purepack. Und das ist ganz neu, der Gob-Eistee kalorienarm. Speziell für die, die auf die schlanke Linie schauen. Mit ACT, der Fluorzahnspülung von Johnson & Johnson, da schützen sie sich noch besser gegen Karies. Nur ein Druck auf die Flasche und eine Portion ist parat. Am besten jeden Abend nach dem Zähneputzen eine Zahnspülung mit ACT. Aktuelle Sommermode, das findet man wie immer im Coop-Warenhaus. Da zum Beispiel zwei Kleider aus 100% Baumwolle in modischen Sommerfarben. Und jetzt ist wieder Zeit für das Coop-Rezept von dieser Woche. Lassen wir uns überraschen. Guten Abend miteinander. Heute gibt es bei uns Poulet-Brustfilet auf einem Gemüsebett. Wir haben über Nacht zwei Päckchen Poulet-Brüstchen auftauen lassen, gut abgetrocknet und die Haut abgezogen. Im Anken lassen wir Lauch, Sellerie, Riebli und Zwiebeln dünsten und geben unsere Poulet-Brüstchen drauf. Nachdem wir sie gewürzt haben, geben wir 1 Deziliter Äpfelwein dazu und lassen alles bei kleinem Feuer zudeckt schmoren. Nach 20 bis 30 Minuten haben wir die Poulet-Brüstchen auf eine vorgewärmte Platte angerichtet und mit dem Gemüse garniert. Im restlichen Jus schmelzen wir 50 Gramm geriebenen Käse, geben 1 Deziliter Rahm dazu und lassen die Soße ein bisschen einkochen. Wir servieren sie separat. Zu den Poulet-Brüstchen auf dem Gemüsebett servieren wir entweder einen trockenen Reis oder Salzherdöpfel. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. So viel für heute, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Achten Sie jetzt aber noch auf Coop-Aktionen. Es sind alles Produkte, die Sie gut brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Paket Gala-Spaghetti statt 1,50 nur 1,10. 16 tiefgekühlte Fischsticks, Goldstar statt 4,10 für nur 3,40. Coop Schmelzkässcheiben, Emmentaler, Kreierzer oder Appenzeller statt 2,30 jetzt nur 1,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilo Vollwäschmittel Ariel statt 16,90 nur 13,90. 1,6 Kilo Feinwäschmittel Genie Lavabo statt 8,75 nur 6,90. 2 Liter Gewebveredler Teddy Dus Konzentrat statt 6,90 nur 5,50. Und jetzt habe ich hier noch eine aktuelle Mitteilung für unsere Zuschauer aus dem Berner Oberland. In Spiez wird morgen Morgen ein neues Coop-Center eröffnet. Auf Wiedersehen miteinander!